So, wieder da. Jawohl, Sir. Hätte ich doch richtig mehr gehört. Jawohl, Sir. Na, egal. Rausschneiden, glaube ich, muss ich das jetzt nicht. Jawohl, weil Sir, der jetzt... Ja, die reparieren die Penne. Okay. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Geht klar. Gehen wir da rein. In Ordnung. Nein. Ich will einfach mal gucken, ob das Ding beschädigt wird. Ah, okay. Das heißt, ist so wie bei den neueren C&D-Teilen. Ich will immer COD sagen. Keine Ahnung warum. Ach so, lol, okay. Alles klar. Ja, da wart jetzt gerade ein bisschen still, weil ich gerade gestört würde. Und ich kann... Na gut, ich hätte pausieren können, ne? Mit Escape. Na gut, egal. Weil die Aufnahme kann ich ja nicht unterbrechen. Wie gesagt, ich nehme ja mit OBS auf. Funktioniert zum Glück. Und mit Audacity Stimme. Und da ist es schlecht. Nicht so wie bei Derek's Story, dass ich dann da Klick machen kann. Na gut, egal. Zweite Mission geschafft. Mit, na, keine Ahnung, ein bisschen umherspielen und alles anpassen. Ja, mit allem drum und dran bin ich bei 19 Minuten Aufnahme. Was aber totaler Schwachsinn ist, weil es nicht ganz funktioniert. Na gut, egal. Macht schon Laune, muss ich sagen. Macht schon, schon geil. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass die noch eine etwas größere Basis haben. Also links zumindest, dass die nochmal ein paar, wenigstens ein, zwei Kasernen noch da haben. Ansonsten hätte ich das ja schon früher kaputt gemacht. Aber egal, wir konnten so auf jeden Fall herausfinden, wie das ist. So, die Notte hat auf jeden Fall schon nach rechts, also nach Norden, Süden, nach Osten weiter. Ja, ein bisschen expandiert. Lettland, Bevölkerung 2,7 Millionen, geografische Region. Hauptstadt ist Riga, ist eine Republik. Bruttosozialprodukt unerheblich. Also Bruttosozialprodukt ist das, was alle Deutschen, beziehungsweise alle... Egal, ist gleich. Krisengebiet, Jelgava und Militärkräfte, örtliche Milizen. Ich weiß, ich habe in den Hintergrundinfos versprochen zu Kano Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Carter sagt, ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Colonel Morelli Luftunterstützung geben, wenn Sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf Sie. Okay. Bruttosozialprodukt. Es gibt ja einmal Inlandsprodukt und Auslandsprodukt. Also Bruttoinlandsprodukt und Bruttoauslandsprodukt. Das Inlandsprodukt waren halt alles, was Deutschland, beispielsweise Deutschland, innerhalb produziert. Also die ganzen Einnahmen. Und das Auslandsprodukt sind, glaube ich, alle Deutschen, die außerhalb erwirtschaften. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe das mal gelernt. Ne, eine Lehre gehabt, aber das ist schon 1000 Jahre her. So, natürlich. Erstmal wieder Mission sichern. Gespeichert. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Ich muss mir echt dran wieder gewöhnen. Ich glaube, ich muss doch die Scrollgeschwindigkeit ein bisschen... Ja, so ist schon ein bisschen angenehmer. Kann ich mit, was kann ich scrollen? Okay, nur mit der Maus. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich mit der linken Maustaste schieß und mit der rechten Maustaste abwehr. Weil normalerweise ist es ja andersrum. Linke Maus, rechte Maustaste ist Anwahl und alles drum und dran. Und linke Maustaste ist abwehren, aber nur gut, egal. Okay, da gab es mir gerade eine Mail. Zack. So, einmal Tiberium-Raffinerie. Normalerweise, wenn ich jetzt online spielen würde oder sonst irgendwas, da würde ich halt so vor, also da ist natürlich Bauhof als erstes platzieren, wenn er nicht platziert ist. Kraftwerk, Kaserne wäre dann die Bildorde. Dann würde die Raffinerie kommen. So, in der Zeit, wo die Raffinerie denn gebaut würde, würde ich dann ein paar Einheiten produzieren. Konstruktion. So, zack. Neue Bauoptionen. Zack.
dann haben wir noch ein Silo und dann nach dem Radar wird dann werde ich dann nochmal ein Silo bauen. Und dann sollte das eigentlich ganz gut passen. Ich glaube nicht, dass ich hier schon eine Waffenfabrik bekomme. Ich weiß auch nicht, wie lang das ist, wie viele Missionen das Game hat. Ich habe das irgendwann mal vor, was haben wir jetzt, 2017? Vor 3-4 Jahren mal als Let's Play geschaut. Aber das war's auch. So, Grenadiere sind gut. Ah, sehr schön. Okay, ich krieg zwar nichts mehr, aber gut. Da sieht es so ein kleines Alienschiff. Sieht ein bisschen aus wie das von der Skrin. Von den Dingens. Wir müssen leider kurz warten. Nee, an Android geht noch. Okay. Wir müssen jetzt ganz kurz mal gucken. Verstecken Sie Ihre Truppe und greifen Sie die Notbasis an. Sobald alle Flarak-Stellungen ausgeschaltet sind, erhalten Sie Luftunterstützung gegen schwere Ziele, wie etwa Geschütztürme. Schalten Sie alle Einheiten und Gebäude aus. Okay. Manchmal geht das nämlich nicht so hervor. Aus der geilen Einsatzbesprechung. Die Videos werde ich nicht besser hinkriegen. Die sehe ich auch so. So ein bisschen streifig. Aber nur gut, egal. Ja, was ist jetzt zwischen Tiberien-Universum und dem normalen Alarmstufe-Rot-Universum anders? Erstens, man hat hier natürlich ne Mammutpanzer. Ah, ne, hat man da auch. Die Einheiten sind ein bisschen anders. Okay, da ist nix. Ja. Lol. Okay, Grenadier ist einfach nur $60 teurer. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass die Leute, also dass man hier Tiberium erntet. Das ist, ne, irgendwie, keine Ahnung, ist mal entstanden. Und im Alarmstufe Rot Szenario ist es halt Erz. Ist praktisch wie Getreide. Wächst halt irgendwie. Und es sind halt so eine kleine Kristalle. Wenn da die Leute durchlaufen, kriegen sie auch Schaden. Das ist in... Sorry, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen erkältet. Wobei durch das ganze Reden ist halt... ja, der Hals immer noch ein bisschen blöde. So, da oben sehen wir auch schon was. Das heißt... Na komm. So, wie ihr seht, die Dinge sind halt mega stark. Das Problem ist halt auch, so wie in Alarmstufe Rot, beziehungsweise in eigentlich allen anderen, wenn die hochgehen, gehen sie halt meist immer so, also wenn die kaputt gehen, entweder sterben sie normal, dann habt ihr Glück, oder ja, man hat halt Pech und die explodieren halt und nehmen die ganzen Leute mit. Und das ist halt so, worauf ich halt ehrlich gesagt keinen Bock habe, weil dann kann mal so eine fette Armee einfach mal in Luft aufgehen und bist halt einfach am Arsch. So, hier hinten haben wir noch eine Flarak. Na komm. Aber wie gesagt, ich bin halt so mega glücklich, dass ich das Game hier aufnehmen kann. Dass es endlich funktioniert hat. Ihr wisst gar nicht, ich habe da so lange probiert. Und ich werde nochmal ein paar normale Schützen bauen. Einfach nur, um meine Dingens ein bisschen zu schützen. Meine Basis, super, ne? Zack. Hier erkundet mal weiter. Hinten haben wir noch was. Entweder ist es oben oder ist es unten? Das ist schon wieder ein bisschen... Okay. Das interessiert mich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, die Deppen sind auch so blöd, ne? Dass die genau da durchlaufen. Durchs Erz. Durchs Tiberium. Sorry, ich glaube, das wird noch ein paar Mal kommen. So, euch nehmen wir mal so weiter mit. Soll denn hier was sein? Okay. Ach, da, in dem Tiberium drinne. Da. Ach so, ja, ist okay. Theoretisch können wir auch... mit den ganzen Leuten, die wir hier haben, ne, könnten wir theoretisch eigentlich auch Dingens angreifen. Die ganzen normalen Geschütztürme, weil die Grenadiere sind halt mega stark. Das ist so die Sache. Zack. Einfach mal, dass wir immer ein bisschen Dingens kriegen.
Ja, mein Gott. Dass die auch nicht geschissen kriegen, mal normal anzugreifen. So, keine Ahnung, ob hier unten noch was ist. Ich denke mal, da wird noch einer sein. So, wir düsen mal weiter runter. Eieiei. So, die lassen das sehr schön. Ich glaube aber, ich bezweifle aber stark, dass hier unten was ist. Ich denke mal, hier oben wird was sein. Ich werde mal wieder speichern. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich es halt wirklich sehr ernst nehme mit dem Speichern. Wie gesagt, umso weniger ich nachspielen muss, umso besser ist es, weil, wie gesagt, ich weiß halt, ich habe keine Ahnung, inwiefern, wie anfällig jetzt diese Version ist in Sachen. Oh, da haben wir noch was. In Sachen. Oh, scheiße. In Sachen Absturz. Ich habe keine Ahnung. Daher bin ich einfach mal gespannt, wenn es einfach mal ganz glatt durchläuft. Da war ein kurzer Ruckler. Ja, bin ich einfach mal gespannt. Wie das so läuft. Aha, die ziehen halt. Die ziehen schon gut was ab, muss ich sagen. Dann müsste eigentlich die Flachabstellung. Oh. Okay. Jetzt immer. Nein, das ist nicht den hier jetzt. Okay. Das können sie vergessen. Ab und zu ruckelt es mal ein bisschen. Das können jetzt aber mal knicken, dass ich hier jetzt 1000 Jahre warte, bis da so ein Ding jetzt da kaputt ist oder was. Ich werde da jetzt schön weiter meine Grannys bauen und dann auf geht's. So, zack. Das Interessante ist halt, dass die halt hier mega schnell nachproduzieren. Zack. Na komm. Aber ihr seht, das ist halt mega krass, was. Komm. Was die Grannys hier durchziehen. Ich bin der Meinung, dass die hier eigentlich relativ viel relativ schnell nachproduzieren. War ich zumindest der Meinung. Also nachbauen. Vielleicht machen sie das in den späteren Missionen, aber aktuell ist es nicht so. So. Der geht dahin. Ja, Einheit verloren, ist okay. Was haben wir da? Achso, das ist der Dingens. Na komm, nehmen wir mal mit. Ein Kraftwerk ist noch mit bei. Ja gut, zwei Kraftwerke müssen sie schon haben bei dem ganzen Kram, den sie hier haben. So, ich werd nochmal runtergehen. Ich werde mir mal den Dingens holen. Mal den Turm holen. Ja, Konstruktion. Vor allem eine Konstruktion. Der Sammler darf die Leute bloß nicht überfahren, Alter. Da habt ihr nochmal gerade eine schöne Explosion gesehen. Na, ne, komm. Sehr schön. Dann haben sie den auch schon mal. Ne, den haben wir nicht, den brauche ich. Na, ein paar habe ich hier schon. So. Ich würde ganz gerne auf meine Leute hier warten. Ich werde mal die Zeit nochmal nutzen, kurz nochmal speichern. Und dann. Ja, weiter. Und dann denke ich mal, werde ich auch schon aufhören. Ich weiß, das ist nicht lange. Ich werde definitiv hier nach weitermachen. Ich werde das erstmal bloß dann als kurze Pause nehmen. Ich sag mal, mehr oder weniger alles auswerten von der Soundqualität und vielleicht muss ich die Aufnahme Bitrate, mit der ich gerade via OBS aufnehme, noch ein bisschen höher stellen, damit das alles auch seine gewohnte Qualität hat. Und ja, dass ich da halt so gut wie möglich abschneide, bin ich halt mal gespannt. Soll ja alles auch den ganz normalen gewohnten Standard haben. Komm. Wichtig ist halt auch, dass dann, ich sag mal, so die Geräusche alles so ganz gut passen.